Meerschweinchen, das sieht irgendwie von der Form. Naja, wir gucken mal. Moment. So. Hier haben wir Capo. Klassenzimmer, wir gehen da nochmal hin. Knallfrische. Ach, guck mal an, hier sind so. Da! Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Verdammt. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Du lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass ich arbeite! Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Jetzt komm doch mal zum Punkt! Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Oh hast mein du Gott. Aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Hast du Verstehe. Eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Na dann, pronto! Ich habe da gerade so eine ganz lustige Idee. Wir gehen da jetzt einfach mal hin zusammen. Und nein, da steht Capo im Weg. In die Haupthalle. Wir gehen jetzt einfach nochmal in die Kantine. Kantika. Nein, ich war jetzt gerade nicht verwirrt und habe sie gesucht, sondern ich habe einfach nur so getan, als ob. Wie immer. So, ich gehe mal da ganz danach aus. Wir können sie nicht darüber ausfragen. Das heißt, wir gehen einfach nochmal zu Doris. Du schon wieder? Ja. Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Doch. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Sehr Und gut. Für fast alle habe ich ein Alibi. Verdammt. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Und solange der Ofen im Keller aus ist und ich mein Messer nicht zurück habe, bleibt die Küche kalt. Du hast ja also nichts verloren. Es sei denn, du hast das Rezept der Oberin dabei. Okay, das haben wir... Ah, okay. Also wir brauchen das Rezept. Ah, genau, stimmt, da waren wir ja. Ah, warte mal. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Huch. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Huch. War das jetzt irgendwie Absicht? Mir war einfach so, dass sie irgendwas brauchte. Naja, gut, jetzt haben wir ein Meerschweinchen. Moment, Meerschweinchen? Oh, ich habe eine Idee. Lalalala, wir gehen jetzt einfach mal ins Klassenzimmer. Sie brauchte doch ein tolles Motiv. Bitteschön. Hier ist ein Meerschweinchen. Was soll das sein? Ein Tiermotiv? Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Lilly durfte nicht mit Sachen spielen, die sie in der Kapelle fand. Aber das machte nichts. Sie hatte auch Spaß daran, das Brett einfach nur anzuschauen. Sehr schön. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Okay, also wir gehen jetzt erstmal weiter. Puh, wo müssen wir jetzt? Was müssen wir jetzt mal? Also wir müssen den Ofen ankriegen. Und wir brauchen ein Messer. Richtig? Richtig. Haben wir Capo schon gesprochen? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lilly hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Oh. Okay, wir brauchen also
Treppenhaus in den Schlafsaal. Hier ist noch ein Ballon und der Kronleuchter. Dazu brauchen wir aber irgendwas zum Lösen, glaube ich, hatte ich in Erinnerung. Wir haben auch noch Murmeln. Wir gehen erstmal in Richtung des Ofens und schauen uns da mal ein bisschen um. Ich habe gesagt, wir gehen in Richtung des Ofens und schauen uns da ein bisschen um, Lilly. Ach ja. Ach ja, ach, da war ja was, ne? Ach ja, Shawny hat ja unser... okay. Die Musik ist so schön. Tülü. Haben wir hier noch irgendwo etwas? Ofen. Alles klar. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Apokalypse Now! Wir sind verdammt! Verdammt! Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Bitteschön. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Okay. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch schon dutzendmal probiert. Also hier ist... Ofenklappe. Tschüss. So. Mein Gott, irgendwas habe ich doch bestimmt übersehen. So. Das Let's Play verzögert sich aufgrund von... Schade. Der Wasserhahn war leer. Schade. Aufgrund von Unfähigkeiten eines Chaoses um weitere 200 Folgen. Mitnehmen. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay. Kompass, Baum. Nein. Okay, gehen wir nochmal zurück. Irgendwo muss doch jetzt irgendwas wie und so irgendwo sein, ne? Das kann doch nicht sein. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Okay, das hatten wir ja alles schon mal. Details, das werden wir jetzt nicht nochmal durchschauen. So, Kantine waren wir, da haben wir nichts. Zum Brunnen, dann zur Kapelle. Ins Treppenhaus, in den Schlafsaal. So, Kapelle. Wir gehen jetzt nochmal zur Kapelle. Okay. Verdammt! Wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Okay. Eine Abhörkammer. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass Lilly einen Plan hatte, dass sie darüber nachdachte, Garrett in den Beichtstuhl zu locken und dann einen Riegel davor zu klemmen. Aber Lilly dachte gerade an Ponys.
Ah, verstehe. Gut, machen wir das Ganze dazu. Hier können wir also auch nichts machen. Mit Schwenken momentan nichts anfangen, der ist am Arbeiten. Kreuz hängt also komisch wackelnd rum und Steinplatten und Hauptteile. Hm. Meine Güte, das wird ja komplizierter als ich dachte, denke ich mal. So, Kantine konnten wir nichts machen, glaube ich. Denke ich mal, weil da ist ja, haben wir ja schon Treppenhaus. Wir gehen jetzt einfach nochmal alles durch. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, aber nie. Wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir eine Lilly. Oder so. Hey, hier sind komische Masken. Stimmt, die hatten wir ja schon mal gesehen. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. Okay. Die Maske war aber hieß. Nein, das heißt. Okay. So. Ich dachte, wir geben irgendwelche anderen Tipps. Zum Rundgang. Ein Haken. Ein Kamin. Ich denke mal, das Ganze hat einen Haken. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Ich hab grad irgendwie. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht. An eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Okay. Haben wir den Quittungsspieß noch mit? Warte mal. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Präpariertes Meerschweinchen. Da haben wir doch schon mal unsere. Ach ja. Hallo. Hallo Pflanze. Gemälde. Lumpy hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Ja. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Interessant. Aber wir haben ja jetzt unser Tiermodell. Das gehen wir jetzt mal kurz abgeben. Und dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Je, wir haben einen Fortschritt. Hoffe ich, zumindest. Also zumindest haben wir wieder was gemacht. Das ist doch mal schön. Und nicht nur rumgerennt, was ich ja sonst irgendwie ganz gerne scheinbar tue.